Okay, Matthias, Radio check. Copy, loud and clear. Okay, start the engine. George, you can switch to map 5. And go. こういう場所が地球上に残されている、より困難に立ち向かいたい大人のために、 You just really have to focus on the moment. If you start to think about the race or how it's going to end, you just have to think at one thing at a time and bring the car forward second by second, minute by minute. At some point there, you're going to see the checkered flag.僕が知りたいのは、現代のもう本当にモダンなスポーツカーが一体どういう車なのかっていうのをいつも知りたいと思っていて、でそういったまあ試みの中の一環として今回 M6 に乗ってみたんですね。やっぱり僕らビデオゲーム作っていますけれども、本物を知るってすごく大事なことなんですね。でレース、おそらくどこでもそうだと思うんですけれども、実際に体験してみないとやっぱり本物ってわからないんですよ。で実際に体験するんであれば、一番すごいものを体験した方がいい。What's special for me about this race and this team is that it's backed by PlayStation and Gran Turismo, and the fact that I get to drive with Kazunori, which is one of my childhood heroes. I can remember, I think it was 96 or 97 when the first Gran Turismo came out, and I played it for hours at the time. And for me, being part of the PlayStation and the Gran Turismo team is really special. With the game being so big, the affiliation that people have towards the sponsorship of our car and Katsunori and driving with him has been a really interesting experience for all of us. And, you know, he's a god in many respects for gamers. And not that I'm an avid gamer, but I understand, I think, his presence in the paddock from that point of view. And that's been pretty special, yeah. DM hat einen super Job gemacht, die haben einen wirklich tollen Motor entwickelt, und im M6 GT3 ist ja auch wirklich das Serientriebwerk praktisch zu 95% dann übernommen worden. Auch der längere Radstand, die Aerodynamik, besseren Flow zum Heckflügel, das waren alles Themen, wo wir gesagt haben, M6 passt als Basisauto sehr, sehr gut. Und Entwicklungsprozess ist dann natürlich, man schaut sich das Serienfahrzeug an, und gab ein neues Reglement für die GT3 für dieses Jahr, und da haben wir uns natürlich ganz intensiv damit beschäftigt, wo kriegen wir das beste Paket raus, mechanisch, aerodynamisch. So ist der M6 entstanden. Die Klasse GT3 ist vor allen Dingen dadurch abgegrenzt zu anderen Rennfahrzeugen, da sie homologiert sind. Das heißt, stetige Weiterentwicklung unter der Saison an den Fahrzeugen ist nicht möglich. Es können kleinere Sachen nachhomologiert werden. Jedoch größere Entwicklungsschritte sind seitens der FIA nicht erlaubt. Der Hintergrund ist eigentlich, dass man versucht, irgendein seriennahes Fahrzeug dahingehend zu modifizieren, dass ein Rennfahrzeug dabei rauskommt, das einigermaßen kostengünstig und dass eine Vergleichbarkeit von verschiedenen Herstellern einfach gegeben ist. Generell sollte man zu den aktuellen Fahrzeugen der GT3-Klasse sagen, dass es eine komplett neue Fahrzeuggeneration ist. Es ist jetzt eine weitere Spurweite erlaubt. Das heißt, die Fahrzeuge werden generell breiter. Seitens der Kinematik ist man nicht mehr vollständig an die Anbindung der Serienproduktion gebunden. Wir haben einen technischen Support von BMW. Der Christian Kuhnke ist die ganze Saison mit uns mit dem Auto unterwegs. Also es gibt einen regen Austausch, und immer involviert sind natürlich auch die Techniker, die Fahrwerksingenieure und die Technikingenieure, was Support angeht, was Fahrwerkseinstellungen angeht. はい、おそらくここニュルブルクリンクに集まっている車たちの中で、僕らの車が一番たくさんのセンサーを積んでると思うんですね。まあ、そういったものを全て積んでいて、データロガーに記録しているのと同時に、それらのデータをテレメトリーで無線を通じて飛ばして、ちゃんと常時リアルタイムにピットで、受けられる、それを分析できるっていう体制も取ってるんですね。
それらのデータは実際グランツリスモでシミュレーション、ここにもグランツリスモのシミュレーターありますけれども、もうここで得られたデータをそのままグランツリスモに入れて、で実際にトラック上で見せる本物の車の動きとグランツリスモの動きが、ちゃんと合ってるのかっていうことをいつもやっています。Der Test in Aragon war enorm wichtig für uns, aber auch für unseren Partner Dunlop für die Reifen. Es ist relativ neu sozusagen, dass auf der Vorder- und Hinterachse die gleichen Reifengröße gefahren wird. Also nicht den gleichen Reifentyp vom Aufbau des Reifens, von der Technik, sondern von der Breite, von der Größe. Und da mussten wir erstmal lernen und erstmal uns hinarbeiten, bis der Reifen auf dem Auto funktioniert. Wir sind bewusst nach Aragon gefahren, weil das Streckenlayout gewisse Vorzüge uns geboten hat. Das ist eine sehr, sehr lange Gerade, es sind schnelle Kurven. Und ich sage jetzt mal, ich möchte nicht den Vergleich zur Nordschleife schließen, aber zumindest fürs Anforderungsprofil der Reifen ist es sehr identisch. Der Reifen ist gemacht worden, natürlich wie viele Sachen heute im PC. Ist alles errechnet worden, aber trotzdem ist natürlich ein Unterschied, wie das Produkt Reifen, das ist halt die Verbindung zwischen Auto und Straße, auf dem Auto verbindet oder wie er funktioniert. Und gerade speziell Nürburgring ist natürlich eine besondere Herausforderung. In terms of the physical design of the car, it's very large and almost has a mechanical beauty to it. It's very chunky lines, if you like, with a huge air intake in the front and stuff like this. And it's a very attractive car, and I think very robust as well. Das Design des Jawbreaker hat gemacht der GP Kramer, anerkannter Designer und auch ein Autoverrückter. Hat uns im letzten Jahr schon den Z4 gemacht. Und der zweite war auch sehr interessant. Ist das Sony PlayStation Auto, so wie wir es nennen. Ist eine ganz neue Folie auf dem Auto, die sehr, sehr reflektiert, eine sehr hohe Pixelzahl hat und wahnsinnig stark herauskommt bei den Fotografen. Und das Design spricht, glaube ich, auch für sich. Also kommt sehr gut an. The first time I saw it, it looks like something out of a video game, and I just really, really like it. It's so cool. Dass wir im Vorfeld bei den VLN-Rennen teilnehmen, ist extrem wichtig. Aus dem einfachen Grund, dass wir die Erfahrung von dem Fahrzeug auch auf der Strecke benötigen. Auch Fahrer brauchen ja gewisse Rundenanzahl, um sich in so einem Auto wohlzufühlen. Die wissen im Vorfeld schon, wo es links und rechts rumgeht, aber jedes Auto reagiert auch anders über Curbs und Co. Gerade für die Setup-Findung, für die Reifenentwicklung, für das Einspielen des ganzen Teams ist es sehr, sehr wichtig. Und deshalb nehmen wir auch in jeder Veranstaltung teil, die nur möglich ist, um auch Kilometer zu spulen, um bestmöglichst für das 24-Stunden-Rennen gewappnet zu sein. Das 6-Stunden-Qualifikationsrennen vor dem 24-Stunden-Rennen ist für Teams, gerade in der SP9-Klasse, also in der GT3-Klasse, sehr wichtig. Die Regeln beim Qualifikationsrennen sind identisch mit denen zum 24-Stunden-Rennen. Das bedeutet auch für das Team, es ist so eine gewisse, ich nenne es mal, ja, Generalprobe. Es unterscheidet sich doch im Detail ein bisschen von einem normalen VLN-Lauf. Und dementsprechend haben wir da gerne gesagt, machen wir Kilometer spulen und Erfahrung sammeln. まあ、ドイツの自動車文化、まあ、自動車発祥の地、ドイツの自動車文化の一つのシンボルでもあるということと、でもちろんこの広大なトラック、全長25キロありますけれども、がこのようにあるっていうこと自体がちょっと信じられないし、でしかもそこで170台もの車がレースをする、でそこに何十万人もの人が訪れる、で全てがちょっとこう常識を超えてるん。You're here, which is a mecca for car people. You know, people are watching from the most obscure places in the track, over 100 changes of direction in one lap. The lap takes over 8 minutes, which is obviously nowhere near close to anywhere else in the world. Combine that with 200 cars, let's say, in the Nürburgring 24 hours, combine that with the terrible weather that you get in the Eifel,
I think it really amounts to a major appeal, even when there's no racing here. You know, I really have fallen in love with the whole thing, and that adds to the uniqueness of the Nürburgring 24 Hours. It's by far the hardest race and probably the most interesting also. Das ist ein Prestigerennen, das muss man ganz klar so sehen. Es ist weltweit, ich glaube, auch anerkannt, eines der härtesten Rennen, was Material angeht, was die Qualität oder die Anforderungen an ein Produktauto hier gestellt wird. Das ist ja nicht nur Deutschland bezogen, das ist schon wirklich eine Weltbühne, möchte ich mal so sagen. Und wer sich das mal geben kann oder darf und Samstag in die Startaufstellung reingeht und hier das Schwarz vor Menschen ist, man kommt ja kaum durch die Autos mehr durch, also das kitzelt dann schon so ein bisschen. Man sitzt da als Fahrer oder als Teamchef am Auto dran oder auch als Zuschauer. Also es ist irgendwie so eine Community, das kribbelt so ein bisschen, sage ich mal, für alle. Und was natürlich wunderschön hier ist, ist, man kommt relativ nah ran an die Strecken. Man erlebt wirklich Motorsport hautnah. Und das ist das, was eigentlich diese Besonderheit des Nürburgrings auszeichnet. Seriously, some of the best feeling is when you have three other drivers that are really on it like you are, you know, it's a great feeling. Eine perfekte Runde zu fahren als Fahrer, da gehört ein Quäntchen Glück dazu. Also jede Runde ist, glaube ich, fast irgendwie anders. Es ist schon sehr selten, dass man hinterher sagen kann, das war eine perfekte Runde. Also das ist so, man kann sich hier auf alles und auf nichts einstellen. Das ist man, also wenn man hier schon als Fahrer anreist, hat man also von Gummistiefeln über Flipflops eine kurze Hose mit einem Pelzmantel, man hat eigentlich alles mit. Und das ist eigentlich das, was interessant ist. M6に乗った感想というのは僕の想像よりもはるかにダンフォースが出ています。感覚を合わせるのが大変なぐらい、特に、ハイスピードになればなるほど、ダンフォースで車が安定していくので、まあ、これまでコーナーだと思っていたところが、もうコーナーじゃなくなっていっちゃうんですね。まあ、そういう驚きがM6にはありましたね。 Was ich immer persönlich immer sehr, sehr schön finde, ist abends, wenn man in die Nacht reinfährt. Also wenn wirklich die Lagerfeuer angehen, wenn die Raketen hochgehen. Und es gibt halt Opel-Clubs, es gibt BMW-Clubs, es gibt Ford-Clubs, es gibt Porsche-Clubs. Und wenn BMW kommt, wenn man so im BMW sitzt und die Raketen gehen hoch oder die Signalpistolen schießen, und das bei jeder Runde, ne, 20 oder 24 Stunden lang, da sitzt man wirklich mit einer Gänsehaut im Auto. Also wer das noch nicht erlebt hat, dem kann ich nur sagen, also wenn er jetzt nicht gerade Rennwagen fahren möchte, da muss man mal eine Strecke, das muss man mal eigentlich wirklich aus der Perspektive des Fans mal erlebt haben. For the driver, the night scenes are so amazing. The things that you see out of the windscreen, it's like out of a movie, or you couldn't believe that it's true. That's what's really special about the 24-hour race, to get to do the Nordschleife at night with all the fans, the lights and the parties. Oh, please take a look at the telemetry data. Copy, low battery, low battery. Matthias, drive slowly to the box, drive slowly to the box. I think this game is over now.
Job, Männer, super Job. Man sieht ja, was dann so in den frühen Morgenstunden oder spätestens in die Mittagszeit passiert. Das heißt, da wird nochmal alles rausgeholt. Da wird das Auto wirklich nochmal extremst belastet. Und da gehen die Rundenzeiten dann nochmal richtig deutlich an die 8.13, 8.12. Und das nach 20 Stunden, 21 Stunden Material, aber auch Mensch. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, was da los ist. Ne? Besonders eigentlich beim Team Walkenhorst Motorsport ist, dass sehr, sehr viele junge Leute mit agieren und mitwirken. Das ist extrem spannend und extrem wichtig, weil einfach ein absolutes Teamgefühl da ist. Man muss sich das so vorstellen, wir hängen Tage und Nächte aufeinander. Und da brauchen wir nicht den Einzelkämpfer, sondern wir brauchen wirklich Leute, die den Teamspirit mitspüren. Und das zeichnet einfach das Team Walkenhorst extrem aus. Da zieht jeder in die gleiche Richtung und jeder an der gleichen Leine. Und das macht auch die Grundstimmung im Team aus. Nichtsdestotrotz hat jeder auf seiner Position extrem viel Erfahrung, ist absolut motiviert und bringt Höchstleistungen auf Abruf. Und diese Verlässlichkeit ist einfach grandios und es macht wirklich viel Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. You kind of create a bond which is really strong. And I think it's something that's really important that you have to take everyone into consideration and you do it as a team. データもそうですけれども人の縁というかでもそこで人と人とがレースっていう場を通じて多分結ばれることが何より大事。